Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Setidol vor Huldimol. Ein Satz, der nicht so leicht zu verstehen ist. Das war Plattdeutsch. Und ich habe ihn in einer Kundenzeitschrift gefunden von einem Supermarkt in Norddeutschland. Setidol vor Huldimol heißt nichts anderes als, komm, setz dich hin und ruh dich mal aus. Erhol dich mal. Ein Satz, den ich total klasse finde. Erstens, weil er super klingt, so auf Plattdeutsch. Ich mag Plattdeutsch, aber zum anderen auch, weil der mich trifft. Weil ich das nämlich oft nicht mache. Dass ich in der Hektik des Alltags nicht sage, so und jetzt setzt du dich erstmal hin und ruhst dich aus und überlegst und sammelst deine Kraft. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das ein Problem unserer Zeit ist, dass alles so hektisch ist. Aber scheinbar scheinen die Menschen schon vor mehr als 2000 Jahren auch so ihre Probleme gehabt zu haben, mal zur Ruhe zu kommen, sich zu sammeln und vielleicht auch ihre Sorgen loszulassen. Weil sonst hätte Jesus nicht zu den Menschen damals gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr belastet seid, die ihr beladen seid, die ihr, würde man heute vielleicht sagen, die To-Do-Listen alle vor Augen habt und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Ich will euch Ruhe und neue Kraft schenken. Letzten Endes hat Jesus nichts anderes gesagt als Setidol vor Huldimol. Ich finde das einen klasse Satz. Und den nehme ich mit in diese Woche und will das einfach ausprobieren, zur Ruhe zu kommen, ein kurzes Gebet zu sprechen. Danke, Jesus, du willst mir neue Kraft geben. Und dann mal sehen, wie das so klappt mitten im Alltag. Ich wünsche dir eine Woche voller großer und kleiner Gott sei Dank Momente und Momente, wo du zur Ruhe kommen kannst. Bis nächsten Montag. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.